Alexandra kauft sich ein Tablet. Jetzt kann sie ganz bequem ihre Lieblingsserie anschauen und ihre E-Books lesen. Weil Alexandra das Tablet privat kauft, ist sie eine Konsumentin. Der Kauf des Tablets ist in diesem Fall ein sogenanntes Verbrauchergeschäft. Und bei Verbrauchergeschäften gilt das Konsumentenschutzgesetz. Das schützt Alexandra davor, dass ein Unternehmen ein ungerechtes Geschäft mit ihr macht, bei dem sie schlecht aussteigt. Sehen wir uns mal folgende Fälle an. Marina wird in der Fußgängerzone von einem Verkäufer angesprochen, der an einem Stand Handcremen verkauft. Da sie neugierig ist, kauft sie eine Dose Handcreme. Könnte sie diesen Kauf wieder rückgängig machen? Philipp findet im Internet ein extrem günstiges Angebot für ein neues iPhone. Auf der Website von Apple kostet es rund 500 Euro mehr. Soll er es bestellen? Anna bekommt eine Zeitschrift zugeschickt, der ein Bestellformular für ein Abo beilegt. Anna hat die Zeitschrift nie bestellt. Darf sie die Zeitschrift behalten? Wenn dir auf der Straße oder an der Haustüre etwas verkauft wird, ist das ein sogenanntes Auswärtsgeschäft. Kaufst du etwas im Internet, dann ist das ein Fernabsatzgeschäft. Bei diesen Geschäften gibt es besondere Regelungen, wann du vom Kauf zurücktreten kannst. Was deine Rechte in solchen Situationen sind und wie du sie durchsetzt, das lernst du in diesem Kapitel.